Okay, Attack. Ghost Facers! Jetzt hat's nicht geklappt. Ja, gut. Das Spiel lädt bei 90%. Es lädt bei 90%. Es lädt bei 90%. Es lädt bei 90%. Ich bin da. Ah, okay. Du bist da. Also, Carol Robinson ist der Name. Wir müssen einen Raum mit unter 10 Grad Celsius finden, aber... Also ein Teammitglied muss Zeuge eines Geist-Events werden. Und Kruzifix haben wir auch nicht. Ja, wie immer. Das ist schweineteuer. Okay, also Carol Robinson ist es. Mhm. Scheint nur auf alleine Personen zu antworten. Vor allem, ich habe eine zweite Taschenlampe mitgenommen. Wo ist die denn? Da liegt noch eine noch bei mir. Ach so. Ich nehme die UV-Lampe. Ich habe da kein Problem mit. Tini, nimmst du dann das Journal noch, weil ich habe die Geisterbox. Ich habe wieder EMF und Kamera. Ja, ich habe auch die Kamera, die platziert werden kann, habe ich auch wieder. Das ist ein Geisterhaus? Das sieht doch voll nett aus. Ja, eigentlich schon, ne? Das sieht aus wie das Tutorial-Haus. Ja, ist das Tutorial-Haus, glaube ich sogar. Okay, also Carol... Stimmt, vom so her sieht's so aus. Ich muss mal nachgucken, wie alt sie hieß. Hier im Truck kann ich auch eure Position im Haus sehen, das ist ziemlich cool. Und die alte hieß Carol Robinson. Ja, ich bin schon mal nach oben gegangen, also ich guck mich oben um. Sehe ich gerade, dein Punkt ist gerade verschwunden. Ich komme auch mal wieder rein. Gute Nachrichten im Garten sind keine EMFs. Hier oben ist auch noch nichts mit der Geisterbox. Jetzt mal Lichter anmachen ein bisschen. Carol Robinson. Carol Robinson. Nicht so oft? Ja, der Trigger zieht mal gesagt. Gib uns ein Zeichen. Mein Herz. Hier, bei mir, hier. Okay, ich komm. Komm mal hoch. Ich hab den Raum gefunden, da ist ein Bild geflogen und Geisterbox. Ich bin auf dem Weg. Hier in dem Raum, oh, EMF5 ja. Haben wir hier. Ich bin da. Okay, also EMF5. Geisterbox. Hier in dem Raum. Genau. Ich setz dann die Kamera auch eben hier rein. Ja. Jo. Dann setz ich auch gleich das Buch ab. Die ist wahrscheinlich beim Sex gestorben. Wo soll ich die am besten hinsetzen, die Kamera? Sie hat ins Buch geschrieben. Was? Schon? Alles klar, Leute, raus, ja. Wir sind fertig. Jo, hä? Alles klar. Raus! Oh, ja. Rein. Raus jetzt! Attacke! Na, weißt du, nach so vielen Tini! Nimm die Taschenlampe! Die hab ich doch! Du hast keine Taschenlampe dran. Ja. Oh. Boah, ey, die Frau ist so unfähig, ey. Kann ich meine Taschenlampe in die Hand nehmen? Ich hab grad so eine Situation gehört. Da komm einfach raus. Ja, ich bin auf dem Weg. Das Radio ist auch gerade angegangen, habe ich gerade gehört. Das ist ein Uni. Okay, alles klar. Nice. Weil es hat sich angehört gerade, als ob ein Handy vibriert. Ja. Nee, das war ich. Ja, genau. Weißt du, Geisteraktivität ist bei 10, aber trotzdem haben wir ihn in 2 Minuten gefunden. Ja, aber echt. Was? Warte mal. Also habt ihr alles drin? Ich habe alles drin. Ich auch. EMF und... Geisterbox? Und Geisterbuch. Genau. Ja, Uni. Okay. Warte mal kurz. Warte. Ja, das mit dem Geister-Event, das könnten wir noch mit den klappen, Aufgaben. Dafür, ja, das mit dem Geister-Event könnte noch klappen. Dafür müssen wir aber, also... Einer muss drinnen sein. Warte, passt auf! Ich hab doch die Kamera geplaced! Ihr seht ja den Raum! Bis gleich, Leute. Ja. Ihr seht mich gleich über die Kamera. Wir sehen dich gleich über die Kamera sterben. Ich hab mal die Taschenlampe ausgemacht. Ach, guck mal, da oben ist ein Timer. Genau, Tini oder Kevin, kann mir einer eine Taschenlampe geben? Ja, hier. Oh, ach so. Ja, oh, sonst hätte ich das gemacht, aber gut. Mit G kannst du deinen Gegenstand wegwerfen. Dann kannst du... Genau, nehme ich die.
Noch eine Minute 20, damit der Geist Akku. Hier ist ein Timer hier oben. Ja, klar, stimmt. Dann wasche ich jetzt direkt durch zum, zum Raum. Guck mal, vielleicht bewegt sich gleich der Was Teddy. Was man so Russian nennt, ne? Vielleicht bewegt sich ja der Teddy gleich. Also ich höre auf jeden Fall jetzt schon was. Der Teddy guckt auf jeden Fall schön in die Kamera. Ja, eben, deswegen. Das ist definitiv der Raum. Oh. Ich sehe dein Licht. Ja, das Radio ist an. Ihr hört mich aber noch, oder? Ja. Ja. Okay, pass auf. Die Geisteraktivität okay. ist gerade auf Null. Ich sag den Namen gerade ein paar Mal und hab gesagt, gib uns ein Zeichen. Noch 10 Sekunden, dann wird der Geist pissig. Sie hat Close gesagt über Geisterbox. Die Zeit ist abgelaufen. Ja, genau. Aber die Geisteraktivität ist auf Null. Ich weiß nicht, ich sag die ganze Zeit, gib uns ein Zeichen und ihren Namen, aber passiert nichts. Ihr hört mich aber noch, ne? Ja. Ja. Ich hatte die Nachtsicht ausgemacht. Ach so, ich denke schon. Sie hat hier gesagt, über Geisterbox. Macht Spaß. Also, ich höre viel, aber ich Oh Gott. Nicht. Sieht so creepy aus. Wie machst du das? Ich guck einfach nur nach oben. Warte mal, nach oben. Leute, Leute! Ja. Das Licht hat geflackert, das Licht hat gerade hart geflackert ein paar Mal. Okay. Laut der Aktivität ist er auf Null. Warte mal, ich nehme mal die Kamera eben und sagt mir mal, ob ihr was seht. Du musst sie erst wieder aktivieren. Jetzt sehe ich was. Also ihr seht jetzt, was ich sehe, ne? Ja, so ein bisschen. Okay. Es ist wunderschön, wie du die Kamera hältst. Ja, irgendwie machst du da ein Porno drehen oder was machst du da? Immer noch. Also immer noch null Geisteraktivität. Ich höre Schritte und Sachen. Okay. Oder nicht okay. Warum bist du noch da? Kein Bild mehr? Ja, ich bin noch da. Ich habe gerade mal eben die Kamera weggesteckt, um mal eben kurz Licht anzumachen. Oh, ich dachte schon. Geisteraktivität stieg auch ein bisschen. Ja, stimmt. Das. Warte mal. Ich sehe dich hier im Fenster. Das sieht krank aus, was du da machst. Ich hab die Kamera nur platziert. Es ging Licht aus? Ah, sehr gut. Ja, das war ich. Ja, ich seh, ich steh draußen im Garten, guck hoch zu dir. Also auf der Kamera sieht man so gut wie nix. Das Licht ist angegangen. Leute? Ja? Ich hab das Licht nicht selber angemacht. Okay. Komm nochmal unten rein. So, ich hab die Kamera jetzt anders platziert. Carol Robinson. Tom, ich bin hier draußen am Gang bei dir. Jo. Und also, ich hör hier auch. Ich hab das Gefühl, dass der Raum hier. Das hier muss der Raum sein. Oh ja, der ist nochmal ausgeschlagen. Okay. Der Schrank ist es jedenfalls nicht. Bist du da?
Tschüss. Er hat ja gesagt. Hast du gehört? Close. Ja. Bist du da? Nichts erkannt. Carol Robinson. Es schlägt aus, ganz schön hoch sogar. Ich hab die Geisterbox gerade an. Ich hab ein Bild gemacht, nicht erschrecken. Nee, doch nicht. Sorry. Jetzt ist gerade auf Null. Gib uns ein Zeichen. Close. Also wenn ich hier drunter sage, gib uns ein Zeichen, sagt ihr über die Geisterbox close. Hat er gerade gesagt, shut up? Hast du gerade zu mir gesagt, shut up, Geist? Hau aufs Maul. Frag mich, wie lange sie braucht, bis sie mal aggro wird und irgendein Dreck das macht. Ich hab schon den Namen so oft gesagt, ne? Also keine Ahnung. Weiß nicht, der hat glaube ich Beruhigungsmittel genommen oder so. Hier ist eine Überdosis. Oh, es ist zu schlecht aus, Klaus! Tom? Lass gehen! Hallo? Ja, wir leben beide noch, wir kommen raus. Die war auf jeden Fall Safe Call gerade bei mir, direkt bei mir. Es ist auch immer noch oben, die Marke, die geht wieder höher gerade. Hast du die Tür zugemacht, Kevin? Ja. Jetzt ist wieder runtergegangen, jetzt geht's gerade wieder runter. Glaub's auch nicht. Guck mal. Hier, guck mal. Ja, mein. Aber wir sind aber beide Zeuge eines Geister-Events geworden. Ja, die ja. Stand gerade neben mir. Hat gezählt, okay, gut. Die stand gut, Safe Call neben mir. Wir haben ja alles eingeloggt eigentlich, ne? Ich mach mal Feierabend jetzt hier. Alter, voll intens. Alter, das Ende war jetzt aber, weißt du, so die ganze Zeit nix und. Es war ein Uni! Was? Ich hab nur 20 Uni. Dollar. Ich hab leider kein Bild von dem gekriegt. Jetzt hab ich wieder 30 Dollar. Cool, ich hab jetzt auch Geld. Warte mal. Haufen. Ich hab 105. Boah, Genie ist Level 2. Wuhu. Aber auch nur, weil ich letztes Mal überlebt hab. Boah, 105 Dollar, ja. Ich werd mir so ein Kruzifix kaufen. Oh, ich hab 90 Dollar. Also Sanity-Pillen, die weiß ich, die brauchen wir erst bei den späteren Leveln. Die sind jetzt noch uninteressant. Die starke Taschenlampe kostet 50 Dollar. Ja, also ich habe so einen zweiten EMF-Reader und so braucht man nicht, würde ich sagen. Ich habe aber ein Thermometer gekauft. Ja, ich hab einen Kruzifix gekauft. Soll ich vielleicht mal Feuerzeug auch holen oder haben wir schon? Feuerzeug. Ich weiß gar nicht, haben wir irgendwas, was wir über Feuerzeug benutzen? Also was wir mit dem Feuerzeug anmachen? Ja, wenn wir Räucherstäbchen benutzen. Zum Beispiel. Ich habe jetzt noch keine Räucherstäbchen momentan. Ich kann die aber kaufen, ich kaufe mal Räucherstäbchen. So. Ich überlege gerade, die Kopfkamera zu kaufen. Wie viele Taschenlampen haben wir jetzt? Ich hatte ja eine neue gekauft, dadurch hatten wir zwei. Hat jemand noch eine Taschenlampe gekauft? Ich habe jetzt eine gekauft, jetzt haben wir drei. Dann hat jeder eine Taschenlampe. Okay. Das heißt, also ich habe, wie gesagt, Thermometer gekauft. Das heißt, ein Thermometer haben wir jetzt auch dabei. Okay, da müsst ihr die Sachen aber noch hinzufügen, dann würde ich auch mitnehmen. Wollen wir vielleicht noch ein Stativ holen? Ja, weiß ich nicht. Damit wir die Kamera besser aufstellen können, deswegen frage ich. Ansonsten kaufe ich eine starke Taschenlampe. Ja, kaufst du eine starke Taschenlampe, ist okay. Dann nehme ich aber... Nein, dafür musst du Level 5 sein. Ich brauche Level 3. Nein, Level 3. Ja, Level 3, ja, okay. Muss ich noch ein bisschen warten. Okay, Räucherstäbchen, Feuerzeug habe ich auch mal geholt. Ich habe mein ganzes Geld am Kopf gehauen, weil ich so reich bin. Was ist denn ein Audiosensor? Warte mal. Ah, okay, das wird im LKW angezeigt. Ah. Parabolmikrofon. Ich habe eigentlich alles. Ich habe Thermometer gekauft. Mehr brauchen wir eigentlich dann nicht mehr jetzt weiteres, oder? Ne, müssen wir dann jetzt nur noch hinzufügen in der Ausrüstungsliste. Ja, also mein Thermometer habe ich dazu getan, schon. Ich auch. Ich habe meine Taschenlampe noch mit reingepackt. Okay, Thermometer sehe ich nicht. Du hast recht, warte. Jetzt aber. Ja. Ja, jetzt ja. Ich hab gefailt. Ich hab auf Minus gedrückt. Plus und Minus, alles dasselbe. Ist auch nur ein Strich. Okay. Okay. Ich bin bereit. Farmhaus?
Ja, ich hatte jetzt nur zweimal das Farmhaus und einmal nochmal das Roadhouse. Und das Roadhouse hatten wir ja gerade. Deshalb dachte ich, nehme nämlich das Farmhaus. Das ist ein zweistöckiges. Zweistöckig, okay. Zweistöckig, aber da steht auch nichts von Dachboden. Vier Schlafzimmer. Okay. So, sorry, ich hab's nochmal eben ausgewählt. Ich wollte nochmal nachlesen, so. Dann, let's go. Uff. Aber immerhin, einen Geist haben wir schon mal. Das ging aber auch mit den Clues, aber auch ziemlich schnell. Hier kann man ja auch den Grundriss vom Haus sehen. Ja. Thomas Harris heißt er. Räucherstäbchen brauchen wir. Aber Foto von dem Geist. Und EMF-Reader. Alles, was wir dabei haben. Am besten vielleicht noch Knochen finden oder so ein Kack. Das wäre also auch für cool. Für die Räucherstäbchen muss man auch das Feuerzeug dabei haben. Da kann man es wohl irgendwie mit F anzünden. Aber Vorsicht, die Räucherstäbchen funktionieren nur ganz kurz. Also ja. Ich habe den EMF wieder und eine Taschenlampe habe ich schon mal. Wer will den Schlüssel nehmen? Soll ich den nehmen oder? Der ist separat. Ich wollte gerade sagen, der ist separat. Also den kannst du einfach nehmen, dann können wir das Haus einfach aufschließen, so im Allgemeinen. Jetzt hat den schon jemand. Kruzifix, wenn wir noch nicht brauchen, dann nehme ich mal hier, was habe ich jetzt hier dabei? Warte mal. Oh, die Geisterbox habe ich jetzt. Ja, ich habe den EMF wieder. Das Thermometer lass mal stehen erstmal, würde ich sagen, oder? Ja. Ich hab mal die Kamera jetzt noch. Wobei, ich nehme das Thermometer auch mal mit, so. Ja, warte mal, dann pass auf. Wer nimmt die Räucherstäbchen? Also ich habe Kamera mitgenommen. Okay, warte mal, nehme ich die Räucherstäbchen? Kann ich das Fahrzeug auch noch nehmen? Das kann ich nicht nehmen. Da muss ich die Box. Einer von uns muss das. Ja, warte, dann lasse ich das Thermometer hier, dann nehme ich das Feuerzeug. Dann schmeißt mir das Feuerzeug mal raus, weil einer von uns muss das für dich anzünden. Du kriegst das nämlich nicht vernünftig hin alleine. Ich hab dann noch das Thermometer genommen. Ich hab die Geisterbox wieder. Ups, ich hab's, ja. Okay, Leute, wir haben 5 Minuten Zeit. Ab. Jetzt. Jetzt. Ja, gut. Noch nicht. Noch läuft der Timer nicht. Ja, wahrscheinlich ab dem Moment, wo wir erstmal reingehen. Man kann eigentlich auch die Kamera irgendwie an sich platzieren, aber ich weiß nicht. Es gibt noch eine Kopfkamera, die kann man kaufen. Ich meinte die Taschenlampe, die kann man an seiner Schulter platzieren, aber ich weiß nicht, wie das geht. Ich höre das Telefon schon. Ihr habt auch Lampen an eurer Schulter, also. Ich höre ein Telefon. Jetzt schon? Ja, ich auch gerade. Ja, ich habe gerade ein Telefon gehört, kurz. Okay, also wir müssen wieder alleine sein, um den zu triggern. Schon, das sage ich, bin nicht aufgepasst. Ja, also Thomas Harris heißt er und wir müssen alleine sein, um ihn zu triggern. Okay. Schön, dass du seinen Namen wieder laut rufst. Das war jetzt nur einmal, um ihn schon mal aggressiver zu machen. Ich geh wieder hoch. Jetzt. Gib uns ein Zeichen. Hello there. Telefon. Okay, wo ist das Telefon? Also meins hier klingelt nicht. Ich stehe nämlich direkt neben einem, das hätte ich gehört. Also hier oben bei mir muss irgendwo eins geklingelt haben, weil das hat hier oben bei mir. Oben bei mir laut geklingelt, also irgendwo hier oben muss das sein. Ich bin auf dem Weg nach. Komm auch mal hoch, dann komm ich in der Geisterbox. Hab's gefunden. 5 Grad gibt's hier im Flur? Warte, den kannst du fotografieren. Die kann man fotografieren. Wo bist denn du? Hier sind 5 Grad. Hier geht's immer tiefer runter. Gerade 2 Grad. Bei unter 0 ist Temperatur. Jetzt ist wieder normal. Gib uns ein Zeichen. Gut, jetzt ist doch Licht. Gib uns ein Zeichen. Warte mal, ich muss mir kurz Licht ausmachen. Okay. Gib uns ein Zeichen. Jetzt sind wir aber auch wieder bist zurück, du da? Ne? Also warte. Ich geh mal eben raus, weil wir sind zu dritt. Ja. Zu dritt ist doof. So, ja. Bist du da? Gib mir ein Zeichen. Ich hab die Tür zugemacht, ne? Nicht erschreckt. Ja. Bist du da? Wer bist du? Hier ist kalt. Hier ist kalt. Ja, nur, ja, mein Atem. Minus 1 Grad. Ja, Bahn also grade. Temperatur. Hier auf dem Flur, Kevin, ist okay. Aktivität. Dann mache ich das hier nochmal. Wollt ihr aber ins Schlafzimmer reingehen? Ich mache eben Temperatur schon mal rein. Ja, mach ich auch. Ich geh nur kurz schon mal hier rüber in den Raum.
Ich schmeiß dir den EMF eben hier hin. Warte mal, pass auf. Ich mach den an und schmeiß den hier hin. Ja, gut. Der kann ja auch ausschlagen. Gute Idee. Gefriertemperatur habe ich schon mal bei mir. Gib mir ein Zeichen. Hallo? Ja. Go away. Box. Geisterbox ist auch. Geisterbox. Hallo? Gib mir ein Zeichen. Next. Next? Okay, Geisterbox hat er auch gemacht. Okay. Wer bist du? Also sprich mit mir. Soll ich mit dem EMF wieder nochmal auf dem Flur? Oh. Kevin, soll ich da mit dem EMF wieder nochmal versuchen? Ja, hier ist Licht angegangen, Leute. Pass auf, ich die Temperatur ist immer noch null. Also unter. Geht ihr beide wieder ins Schlafzimmer und macht die Tür zu. Oh, komm, Schatzi. Okay. Ja, gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Ist jemand da? Thomas Harris. Ich hab ja die Kamera, wir können die gleich mal aufstellen. Vielleicht. Die Videokamera? Ne, also EMF schlägt gar nicht aus. EMF macht gar nichts gerade. Okay, dann lass uns mal die Videokamera aufmachen. Ja. Wo am besten mal gucken, wo. Mach mal, gibt's hier auch Licht im Flur? Wäre ganz cool. Gute Frage, nächste Frage. Aber hier auf dem Tisch zum Beispiel, am Telefon. Ja, stimmt. Ah, hier ist Licht. Ah, supi. Dann kann ich nämlich auch besser sehen, wie ich die. Ich wollte gerade hier so wie Rainbow Six einfach so rüber über das Geländer so wollen. Nein, mach doch nicht aus! Hier ist übrigens noch ein Raum, in dem schon Licht an ist. Ich sehe gar nichts. Hat da eigentlich jetzt jemand den Knochen schon gesehen und fotografiert? Ich habe die Kamera nicht. Die Fotokamera. Ich auch nicht. Ich hab die nicht. Ich hab die Videokamera. Das heißt, keiner von uns. Müssen wir gleich nochmal eben. Dann gehe ich nochmal eben raus. Ja, ich gehe eben zurück. Oder du machst die Kamera hier. Ja, du weißt ja, wer dran ist. Ich weiß nur nicht, ob das nicht zu weit weg ist von der Schlafzimmertür, weil. Oder war das hier eher diese Reaktion? Die war da hinten, eine ganz andere Richtung. Ja, deswegen. Die meisten Reaktionen sind, glaube ich, in der Nähe von der Schlafzimmertür gewesen. Also zumindest ja, deswegen. Das mit dem Atem und. Oder stell hier drauf. Ich stehe hier drauf. Den Schrank hier. Warte, ich seh dich gerade nicht. Es ist viel zu dunkel für mich ohne Taschenlampe. Warte mal. So. Da, hier so auf dem Schrank, aufs Schrankregal, genau, ne? Genau. Warte mal. Jetzt weiß ich aber nicht, ob die richtig rum. Leuchte mal da vielleicht hin für mich. Warte mal, ich suche gerade mal eben, ob es hier auch einen Lichtschalter gibt. Das gibt's ja nicht. Ja, ich leuchte mal. Ja, genau, so wäre ganz gut. Ich glaube, steht die? Ja, steht ganz gut. Ich weiß nur nicht, ob sie an ist. So, da bin ich wieder. Ich weiß nur nicht, mein Problem ist gerade, ich weiß nicht, ob sie an ist. Geh mal kurz raus und guck mal eben nach. Ja, ich kann es nicht. Geisteraktivität ist gering, Leute, keine Sorge. Die Zeit ist aber rum und ich sehe nicht die Kamera. Hättest du mal da bleiben können. Ich weiß nicht, ob ich sie angemacht. Sprich doch mit mir. Ich sehe nichts. Kein Licht. Jetzt ist sie an. Da ist ein Geisterorb. Geisterorb, supi. Das letzte Hinweis dann. Gut, ich bin schon raus. Geister. Mare. Okay, Kevin, jetzt gibt's halt noch eine Sache, die wir beide machen könnten. Den Knochen fotografieren? Das habe ich. Die Räucherstäbchen meinst du? Genau. Und ein Foto vom Geist machen, also die Kamera mitnehmen auf jeden Fall. Feuerzeug habe ich. Okay. Ich habe die. Einigen ich hab Sie den Bereich. Ihr ich hätte eine Idee, wie wir das machen mit dem Reinigen. Wir triggern den gleich einfach wieder, warten, bis wir den Atem sehen. Und wenn wir den Atem sehen, zünden wir das Räucherstäbchen an. Ja, das machen wir so. Wir wissen ja, wo der ist. Der das ist ja in wär... Lobby. Ja, eben. Am besten so bei der Kamera in der Nähe oder so, keine Ahnung. Und dann sollten wir das so machen, dass du oder also einer von uns beiden muss den Namen dann ein paar Mal sagen, bis der halt spawnt, dass wir ein Foto noch machen können. Thomas Harris.
Ja, machen wir das. Nur so nebenbei. Machen wir das mal. Okay. Dann, wenn wir den mal richtig hart ärgern. Okay, ich guck dann auf der Kamera und wie der Ausschlag. Komm, ich hab so das Gefühl, dass wir es nicht überleben werden. Ich auch. Also. Wir müssen hier über das Licht aus. Hast du das gemacht? Nee. Eigentlich nicht. Licht geht nicht mehr. Dann ist. Schalt. Das Licht funktioniert. Teilerbox nicht mehr. Aus. Müsst ihr die Sicherung reinmachen? Ja, aber ist ich glaube, die ist hier oben. Ich weiß aber nicht wo. Warte mal. Ich glaube, hier hinten in dem Raum war die. Ja, hab sie. Also, das Ding schickt gering aus, nicht groß. Ah, Licht ist wieder da. Ist wieder drin? Ja, ist wieder da. Ja. Mach mal eben kurz die Badezimmertür zu, die beunruhigt mich hier, weil die Atemzelle anglotzt. Das ist ja schön, dass die Kamera nicht funktioniert gerade. Das ist kein gutes Zeichen. Der ist hier, der ist hier. Der muss hier sein, Kevin, weil ich habe Atem. Ja, okay. Räucherstäbchen? Hab ich eine Hand? Ich weiß nicht. Also einen Ausschlag sehe ich nicht. Irgendwie musst du F drücken bei mir oder so, kann das sein? Ja. Wir räuchern. Ja, jetzt räuchert. Hau ab, Alter! Du stinkst da Fisch! Wir räuchern gerade, Chili, also nur damit du Bescheid weißt. Jo, ich dachte mir das schon. Es schlägt raus! Nimm die Kamera, nimm mal jetzt die Kamera. Hab sie? Es geht höher, so langsam ein bisschen. Da hinten. Warum ist Harris? Ich war im Schlafzimmer, ist gerade kurz geflackert. Geradeaus durch da hinten. Ja, warte, ich gehe hier in die Ecke. Also, falls ihr geräuchert habt, habt Thomas ihr Harris. Wir triggern ihn gerade so ein bisschen. Thomas gesagt, Harris. Das ist nicht durchgestrichen, das Ziel, deswegen. Thomas Harris. Komm, Digga. Und die Kamera ist, wie gesagt, also da kann ich nichts mehr drauf sehen. Thomas Harris. Thomas Harris. Come on. Wo hast du die denn platziert? Hier. Ach da, warte mal. Ist jetzt wieder was? Nee. Okay. Thomas Harris. Kollege Bratwurst, jetzt, komm. Jetzt sehe ich wieder was. Okay. Kann es sein, dass der die Kamera ausgemacht hat? Was ein Penner, ey. Der hat die verdreht. Der hat die so gedreht, dass sie die Bücher anvisiert hat. Und lol, nee, weil ich hab halt dieses Bild gesehen, was man sieht, wenn es aus ist, deswegen. Und jetzt sehe ich es wieder. Jetzt hat Kevin so. Jetzt sehe ich wieder was. Siehst du meine Thomas Sicht, ne? Thomas Harris. Ja. Thomas Harris. Thomas Harris. Thomas Harris. Hat das nicht geflackert? Ich hab was gehört. Kalt hier, ne? Thomas Harris. Licht flackert. Flackert? Ganz hoch, ganz hoch. Mal los. Thomas Harris. Schritte? Ja, eine Treppe. Warte, warte. Das war euch. Kamera ist ausgerüstet. Hab ihn! Hab ihn! Hab ihn! Eigentlich, wo der Kevin gerade erreicht hat, habe ich ein Foto gemacht. Ja, okay, hat Kevin dann eingeloggt, was es ist, dann lass abhauen. Nochmal gehe ich jetzt rein, alleine mache ich das. Ja, okay. Gut, ich habe auch eingeloggt, Maren war das ja, ne? Ja. Oh Mann. Ich bin trotzdem dabei. Komm, der ging auf einmal komplett hoch, die Kurve. Ja, Alter. Du musst doch, von wo der gekommen ist. Welcome back. I've got
zum Jobs ready für ihn. Okay, Fotos habe ich 15. Ich habe 15 Dollar. Ja, ich auch. Fotos bekommen. Kevin, hast du Versicherung? 42 habe ich bekommen, ja. Ja, gut, weil ich habe deinen toten Körper fotografiert. Hättest du jetzt keine Versicherung bekommen, hätte mich das angepisst. Mein Leben ist halt viel wert. Es ist schade, weil das. Weil wir hatten eigentlich. Ich meine, das. Ich habe mich geopfert, das hat nicht funktioniert. Ja, das ist echt doof. Hey, einer von euch muss jetzt wieder auswählen? Ja, jetzt sind natürlich alle Sachen weg, die ich hatte, ne? Ja. Stimmt, wenn du stirbst, sind alle Sachen weg, ja. Ich kaufe einfach nur eine Taschenlampe. Oder wohl, warte mal, brauchen wir eine? Also ich habe noch, ich habe jetzt meine hinzugefügt noch. Ja, gut, dann tue ich noch. Ich habe mein Thermometer hinzugefügt. Und einen Kruzifix kaufe ich auch nochmal, vielleicht braucht man das ja. So. Ich weiß nur nicht, wie man das Kruzifix genau funktioniert. Also das wirft man wohl nicht. Man muss da wohl auch wirklich einen Chant oder so sagen, habe ich gehört. Das weiß ich nicht, weil ich wo wir das mal gesehen beim Putzi, der hat das dann benutzt. Ja, der hat aber einfach nur so rumgefuchtelt und irgendwas gelabert. Warte mal, bevor wir jetzt die nächste Mission starten, ich google mal kurz, wie das Kruzifix funktioniert. Okay, dann kann ich mal die Aufnahme stoppen. Haben wir zwei spannende Missionen gehabt.